Also der Royal ist schon tricky. Und wenn man da nicht tatsächlich den Mittelpunkt trifft, zwischen den Boots, geht es direkt nach rechts ab oder nach links, je nachdem, wie man drauf springt. Also das will schon noch ein bisschen geübt sein. Ich denke, da werde ich noch ein paar Stalls machen müssen, bevor der sicher über die Rail funktioniert. Ja, heute stand auf dem Plan der Royal. Den hatte ich bereits zu Hause auf meinem P-Rail geübt, zumindest was das Stall anbetrifft. Allerdings musste ich den Mary Munoz Frame auf den CJ bauen, weil nur mit dieser Kombination komme ich quasi links auf der Soulblade und dem Frame sauber zum Stehen. Das funktioniert wiederum nicht mit dem M12 und dem Oisy Frame. Das wiederum hat zur Folge, dass ich mit dem CJ keine Frontsides mehr machen kann, weil ich in der Kombination einen wunderschönen Wheelbite in der Kiste habe. Deshalb, ja, gibt es gerade interessante Kombinationen, wo nur das eine oder das andere möglich ist. Wie ihr seht, ist da noch einiges auszuprobieren. Es bleibt spannend in den nächsten Wochen.